Mein Name ist Anne Ulrich. Ich bin Bildungsreferentin in der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich sehr, dass wir uns mal wieder zu einem medienpolitischen Thema hier unterhalten. Das tun wir in unserer Programmlinie der Demokratieförderung. Wir beschäftigen uns mit der medialen Öffentlichkeit in der Demokratie gerne aus dieser Perspektive der Medien als einer Infrastruktur der Selbstverständigung von demokratischen Gesellschaft und sehen darin eine Aufgabe der politischen Erwachsenenbildung, zu diesen Gesprächen immer wieder einzuladen. Das Thema ist Journalismus unter Druck und dazu werden wir uns jetzt verständigen und unterhalten in einer kleinen Reihe, die wir in 4 Schritten angelegt haben. Heute fangen wir an mit dem Thema, wie sichern wir eigentlich, was wir Qualitätsjournalismus nennen? Und Sie haben im Programm gesehen, dass danach noch 3 weitere Veranstaltungen folgen zu weiteren Themen. Wir haben spannende Gäste und freuen uns auf einen spannenden Abend. Wir werden diese Veranstaltung nicht nur streamen, sondern auch mitschneiden und im Nachgang digital zur Verfügung stellen. Ich darf übergeben an Steffen Grimberg, den wahrscheinlich viele in diesem Haus bereits kennen, langjährig als Medienjournalist unterwegs. In vielen verschiedenen Funktionen, auch als Gewerkschafter. Ich übergebe an Steffen Grimberg und bedanke mich sehr. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Steffen Grimberg. Danke, Anne, für die nette Vorstellung. In der Tat, mit Medien beschäftige ich mich jetzt quasi mein gesamtes Berufsleben lang und zuletzt in der Tat bin ich jetzt seit einigen Monaten Leiter des KNA Mediendienstes. Vielen von Ihnen und euch vielleicht noch in Form seiner Vorgängerpublikation Medienkorrespondenz, Funkkorrespondenz bekannt. Leider sind gedruckte Produkte ja heute nicht mehr ganz so marktfähig, deswegen wurde die Zeitschrift vor 2 Jahren eingestellt, aber es lebt eben digital jetzt im Netz weiter wie so vieles. Wir wollen sprechen über Medien unter Druck. Wer heute Morgen vielleicht schon gehört hat oder Meldungen gelesen hat, der Medienverband der Freien Presse hatte heute seine Jahrespressekonferenz und Philipp Welte, der ja nicht nur bei Burda ist, sondern dort auch Vorstandsvorsitzender, hat also wirklich eine, ich sage mal, fast Alarmrede gehalten. Er hat wörtlich gesagt, wir sind im Schmerzzentrum der Demokratie angekommen. Ihr Lebenselixier ist in Gefahr, nämlich die Freiheit. Und er hat über verschiedenste Facetten, wie diese Freiheit eben auch medial eingeengt wird, beziehungsweise bereits eingeengt ist, berichtet. Ich denke also, wir sind mit dieser Veranstaltung und unseren Überlegungen hier genau zur richtigen Stelle, wenn auch aus einem nicht ganz so erfreulichen Anlass. Und wir wollen mit dieser ersten Auftaktrunde einmal den Bogen relativ weit spannen. Anne Ulrich hat es schon gesagt, es wird dann 3 weitere Veranstaltungen geben, die verschiedene Aspekte dann unter anderem die Bedeutung des lokalen Journalismus und so weiter noch einmal vertiefen. Und ich freue mich sehr, dass wir 3 ganz kompetente GesprächspartnerInnen haben. Claudia Meicher, sie ist die medienpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag von Sachsen, einer Region, wo es eben nicht nur wegen der Landtagswahlen in diesem Jahr zur Sache gehen wird. Lutz Kinkel, er war bis Ende letzten Jahres beim Europäischen Zentrum für Medienfreiheit in Leipzig tätig und ist eben ein ganz versierter Experte, der auf den verschiedensten Ebenen uns gleich nochmal erläutern wird, wo Journalismus überall unter Druck steht. Und last but not least, Matthias Meissner, langjähriger Redakteur beim Tagesspiegel, jetzt frei unterwegs, jemand, der die Bedrohung des Journalismus vor allen Dingen aus der rechten Ecke, sag ich mal, auch den Aufstieg der AfD von Gruppen wie Pegida, aber auch Corona-Leugnern und allem, was sich jetzt in den letzten Tagen ist gut, in den letzten Jahren in einer doch sehr, sehr drastischen Geschwindigkeit und Zuspitzung getan hat, mitbegleitet hat, auch mitkommentiert und da ganz klare Forderungen und Thesen einspeisen wird, was jetzt zu tun ist. Nochmal der Hinweis, wir zeichnen das Ganze auf. Wenn Sie sich an unserer Diskussion beteiligen wollen, haben Sie 2 Möglichkeiten. Einmal durch das übliche Handheben hier direkt auf der Kachelwand. Wir haben uns entschieden, da es da immer wieder entsprechende Wünsche gibt, Sie dann nicht im Bild zu zeigen, aber der Ton wäre dann zu hören. Alternativ haben Sie aber auch die Möglichkeit, sich im Chat zu melden. Und es kam gerade schon im Chat die freundliche Bitte, dass wir bitte einmal definieren, was Qualitätsjournalismus ist. Das ist ja so ein relativ
dehnbarer Begriff. Ich pflege das immer sehr einfach zu halten. Für mich ist jeglicher vernünftiger, handwerklich gut gemachter Journalismus Qualitätsjournalismus. Über den wollen wir reden. Wir wissen alle, Journalistinnen, Journalist oder der Journalismus, das ist kein aus gutem Grunde in Deutschland geschützter Begriff. Also jeder kann sich hier journalistisch A betätigen und auch B so nennen. Wir würden als Journalismus aber das verstehen, was eben nach professionellen Kriterien dieser Branche verfertigt wird und diesen Kriterien und eben auch der Überprüfung dann standhält. Das vielleicht schon einmal zur Klärung. Ablauf wird folgendermaßen sein. Lutz Kinkel wird uns aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz einmal kurz erläutern, die verschiedenen Facetten, mit denen wir es hier zu tun haben. Frau Meicher wird uns dann einmal berichten, wie die Politik darauf reagiert, welchen Handlungsrahmen sie hat, welche Handlungsmöglichkeiten hat, aber sie hat aber natürlich auch, wo ihre Grenzen liegen. Und Matthias Meissner wird dann im Anschluss sozusagen als Auftakt zu einer ersten Diskussionsrunde thesenartig uns erläutern und Anregungen dann für die weitere Diskussion mit auf den Weg geben, wo besonders jetzt das Augenmerk hinzurichten ist. Wir werden dann eine Weile hier in diesem Expertenkreis diskutieren, aber dann auch sehr bald das Plenum für Sie alle öffnen, sodass Sie sich an unserer Diskussion beteiligen können. Und damit würde ich sagen, Lutz, wir kennen uns seit langem, sind per Du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Steffen. Vielleicht kurzer Nachtrag nochmal, was ist mit Qualitätsjournalismus gemeint? Wenn ich danach gefragt werde, verweise ich immer auf die Ethik des Journalismus, wie sie der Presserat definiert. Da kann man sehr genau sehen, irgendwie, welche handwerklichen Spielregeln verlangt sind und was dann unterm Strich rauskommt, ist Qualitätsjournalismus, wenn diese Regeln Beachtung finden. Unsere Veranstaltung heute heißt Journalismus unter Druck. Das ist fast noch ein Euphemismus, würde ich sagen. Der Journalismus ist nicht nur unter Druck, sondern er ist zum Teil schon tot, insbesondere auf dem Land. Ich will drei zentrale Gründe dafür nennen. Der erste Grund ist die Disruption des alten Geschäftsmodells der Medien. Wir Älteren erinnern uns ja noch, die FAZ hatte mal eine Wochenendausgabe, die war 340 Seiten dick. Das war ein richtiger Block, ja, ein richtiger Backstein. Der Stern hatte teilweise mehr als 300 Seiten und übertraf damit die Telefonbücher in diversen Gemeinden und Ortschaften. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Ich habe selber 11 Jahre lang für Gruner und Jahr gearbeitet, für das Verlagshaus, und wir alle wissen, was davon übrig geblieben ist. Groß und reich sind seit dem Jahr 2000 die anderen geworden, die digitalen Player, also Google, Facebook, Amazon. Die sind reich geworden, weil sie ein überlegenes Anzeigenmodell fahren, das Zielgruppen so trennscharf definieren kann wie kein anderes Medium. Die Folgen dieser Disruption sind wirklich drastisch und vielfältig. Der Medienpluralismus nimmt ab, weil sich der Journalismus immer schlechter refinanzieren lässt. Der BDZV, also der Verband der Verleger, hat davor gewarnt, dass im Jahr 2025 4.400 Kommunen in Deutschland nicht mehr mit Zeitungen beliefert werden. Das ist das Szenario. Das beschädigt natürlich die Demokratie. Das heißt, dass sich die Nachrichtenwüsten ausbreiten. Und das heißt, dass ein Teil der Checks and Balances, die wir dringend benötigen, nicht mehr funktionieren. Zweiter Befund, da das Geld in den Redaktionen immer knapper wird, hat die Arbeitsbelastung und auch die Arbeitsverdichtung im Journalismus enorm zugenommen. Der Beruf ist beschwerlicher und schlechter bezahlt als zuvor und hat dadurch an Attraktivität verloren. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass die akademische Elite sich jetzt nicht mehr darum rangelt, in den Journalistenschulen aufgenommen zu werden, sei das jetzt die Henri-Nannen-Schule in Hamburg oder auch die Deutsche Journalistenschule in München. Was wir erleben, ist ein personelles Ausbluten des Sektors. Und im Lokalen, dort, wo die Verhältnisse schon sehr bedrängt sind, ist es schwierig, überhaupt noch Nachwuchs zu finden. Stellen können zum Teil nicht besetzt werden.
Mein dritter Befund ist, Social Media und die Algorithmen setzen einen fatalen Ton in der gesamtgesellschaftlichen Debatte. Einen Ton der Aufgeregtheit, einen Ton der Gereiztheit und einen Ton der Empörung. Zugleich bieten die Plattformen Desinformation und den Lügengeschichten breiten Raum. Der Journalismus, der darauf angelegt ist, zu informieren und zu differenzieren und der obendrein bezahlt werden will, hat es in diesem Treibhaus der Emotionen schwer. Manche Medien reagieren darauf, und wir kennen das alle, mit Angleichung und auch mit Clickbait, also mit Überschriften, die etwas versprechen, was der Artikel dann gar nicht einhält, und ramponieren damit die ohnehin in Frage stehende Glaubwürdigkeit des Journalismus. Das leitet über zum zweiten manifesten Grund, weshalb der Journalismus unter Druck ist. Gemeint ist die sich immer weiter auftürmende Welle des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Deutschland, Europa und der Welt. Ich will mich hier kurz halten, weil Claudia Meicher und Matthias Meissner dazu sicherlich noch mehr sagen werden. Im ECPMF, also dem Europäischen Zentrum für Medien- und Pressefreiheit, in dem ich die vergangenen 6,5 Jahre gearbeitet habe, haben wir diese Entwicklung seit 2015 sehr genau verfolgt. 2015, wir erinnern uns alle, ging Pegida erstmals auf die Straße und hat diese Nazi-Vokabel von der Lügenpresse reaktiviert. Dieser Begriff Lügenpresse ist zentral, denn er ist Ausdruck der zementierten und ideologieimmanenten Feindschaft der Rechtspopulisten und Rechtsextremen gegenüber den Medien. Die Logik dahinter ist ja vergleichsweise simpel. Wenn die Verschwörungserzählungen Ressentiments und Hetze Kraft entfalten sollen, müssten sie von deren Anhängern für wahr gehalten werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, wer Verschwörungserzählungen, Ressentiments und Hetze als solche enttarnt, wird als Feind und Lügner markiert. Dieses Feindbild, das Feindbild Presse, macht, ist noch ein weiterer Aspekt, der dazukommt, den Rechtspopulismus und Extremismus anschlussfähig zu Verschwörungstheoretikern und Gläubigen jedweder Couleur. Die Hitlerfreunde, die Esoteriker, die QAnon-Anhänger eint die Aggression gegen einen faktengetriebenen, differenzierenden Journalismus. Deswegen haben diese Gruppen eine Infrastruktur sogenannter alternativer Medien aufgebaut, die ihr Publikum ununterbrochen mit alternativen Fakten berieselt. Diese Infrastruktur reicht von den TikTok-Videos der AfD, die außerordentlich erfolgreich sind, über Götz Kubitscheks Antaios Verlag bis hin zu rechtsradikalen Musiklabels. Der Content, den diese Player liefern, hat es auf den Plattformen leicht, denn er ist einfach, emotional und aufmerksamkeitsstark. So sickert der Hass und die Ablehnung der Presse immer weiter in die Gesellschaft ein. Was heißt das jetzt eigentlich konkret für Journalistinnen und Journalisten, die arbeiten und ihren Dienst verrichten? Wir haben das immer untersucht in der Feindbildstudie. Die nächste kommt in ein paar Wochen heraus. Aber es lassen sich jetzt schon ein paar Befunde festhalten. Erstens, verbale Beleidigung, und wer jemals als Journalist gearbeitet hat nach dem Jahr 2000, weiß das. Verbale Beleidigungen, Bedrohungen und Einschüchterungen von Journalistinnen und Journalisten gehören zum Alltag. Das hinterlässt psychologische Spuren und kann im Extremfall auch zur Selbstzensur führen. Zweitens, die logische Fortsetzung verbaler Attacken sind physische Attacken, also gewalttätige Übergriffe. Die Zahl dieser gewalttätigen Übergriffe hat dafür gesorgt, dass Deutschland im Reporter ohne Grenzen-Ranking in den vergangenen Jahren immer weiter abgesunken ist. Und nach meiner Einschätzung wird es danach bleiben. Die Plattform mappingmediafreedom.org, die das ECPMF betreibt, verzeichnet bereits jetzt irgendwie 41 gewalttätige Attacken auf Medienschaffende, und ich weiß, dass noch einige hinzukommen werden, weil einige Fälle noch in der Verifizierung sind. Drittens, die besonders vulnerablen Gruppen sind Frauen, also weibliche Journalistinnen und Medienschaffende, die zu Minderheiten gehören oder über die Anliegen von Minderheiten berichten. Und viertens, und das ist der letzte Punkt, den man jetzt schon festhalten kann,
Demonstrationen sind nach wie vor der gefährlichste Arbeitsplatz für Journalistinnen und Journalisten. Deswegen, und das klingt zynisch, aber es ist die Wahrheit, schicken Medienhäuser inzwischen gerne freie Journalisten zu Demonstrationen, weil die Belegschaften intern, die Redakteurinnen und Redakteure es meiden, rauszugehen. Kurz gesagt, die Lage ist nicht gut, sondern eher deprimierend. Können wir was tun? Natürlich können wir was tun. Vielleicht stelle ich das nochmal zurück, weil wir auf die Lösung später noch zu sprechen kommen. Es gibt ein paar Stichworte, die ich mir notiert habe. Ich will nur diese vier Stichworte mal nennen. Das eine ist der Schutzkodex. Das zweite sind die Verhaltensgrundsätze für Polizei und Medien. Das dritte sind Subventionen, die auch in Deutschland gerade diskutiert werden. Also welche Art von Subventionen sollte man ausreichen, um einen demokratischen Diskurs nicht nur zu stabilisieren, sondern in Teilen wieder zu rekonstruieren. Und der letzte Punkt ist die Frage, wie gehen wir mit der nationalen Sicherheit um? Das wird weit oben auf der Agenda stehen in diesem Jahr, aber vermutlich auch in den nächsten Jahren. Und wird es so weit kommen, dass der Staat dann eventuell Redaktionsgeheimnis und Quellenschutz aushebelt aus Gründen der nationalen Sicherheit. Auch da muss man achtsam sein. Soweit von mir erstmal. Ja, vielen Dank, Lutz Ginkel, für diesen ernüchternden Problemaufriss. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf die Rede von Welte heute Morgen beim MVFP. Da hat er nämlich gesagt, und das ist dann die perfekte Überleitung zu Ihnen, Frau Meicher, wir können da selber nicht alles tun, was nötig ist. Wir brauchen ganz dringend die Politik. Was kann die Politik denn tun? Was sind Ihre Ansätze und was teilen Sie von diesen Befunden, die Herr Kinkel uns gerade vorgetragen hat, auch gerade mit Blick auf Sachsen? Ja, was kann Politik tun, damit Qualitätsjournalismus gesichert wird? Ich würde das gerne mal anhand drei Dimensionen vielleicht kurz einführen, um dann in die Diskussion zu gehen, aus Sicht auch der Landespolitik. Wir haben A, den konsequenten Schutz vor Angriffen. Das schließt unmittelbar an das an, was Lutz Kinkel gerade ausgeführt hat und was wir dankenswerterweise aufgrund des Monitorings ja auch seit einigen Jahren immer wieder auch in der Entwicklung belegt da haben. Der zweite Punkt ist die Stärkung von Qualität. Da muss man durchaus unterscheiden zwischen den Feldern öffentlich-rechtlicher Rundfunk und private Medien. Und der dritte Punkt, auf den ich kurz eingehen würde, ist die Stärkung der Medienkompetenz, nämlich aus Sicht der Rezipienten heraus. Das sind drei Aufgaben, die wir als Politik haben und wo man tatsächlich etwas tun kann, um Qualitätsjournalismus zu sichern. Ich würde bei dem Schutz vor Angriffen vielleicht mal bleiben. Natürlich, das wurde gerade auch gesagt, wo finden die Angriffe statt? Wo ist eigentlich gerade auch in Sachsen mit einem sehr hohen Demonstrationsgeschehen Anzeichen dafür da, dass die Berufsausübung gar nicht mehr normal stattfinden kann und JournalistInnen tatsächlich körperlich, physisch angegriffen werden? Und da ist es Aufgabe ganz klar der Politik, für Schutz zu sorgen. Für Schutz bei Demonstrationen, das heißt die Polizei fit zu machen, zu sensibilisieren. Wir kommen da sicherlich später noch in ganz konkrete Maßnahmen, die wir auch in Sachsen auf den Weg gebracht haben. Es geht aber auch um nicht nur Demonstrationen, sondern tatsächlich Angriffe, die zunehmen in den sozialen Medien. Also in dem Bereich, wo es um Kommentierungen geht, und so weiter. Also auch da, muss es politische Lösungen geben, da den Schutz zu gewährleisten. Und auch da gibt es Möglichkeiten. Aber das zweite Feld, sind nicht nur die Demonstrationen, sondern tatsächlich, spüre ich da auch als Landespolitikerin noch, eine andere Normalität. Wenn man sich überlegt, was Medienpolitik innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahren, wie sich das gewandelt hat von einer Diskursnische hin zu eigentlich einem zentralen Feld der Systemdebatte, hin zu der Frage Demokratieerhalt versus Autokratie. Und ja, es ist zu einem Kulturkampf geworden. Und das ist auf der einen Seite tatsächlich im parlamentarischen Rahmen zu sehen, ganz immer wieder aktuell zu sehen.
Wenn wir schauen, ganz klar, wie viele Beiträge, wie viele Anträge, wie viele Gesetzentwürfe durch die AfD zum Beispiel eingebracht werden, die einen Angriff auf öffentlich-rechtliche, aber auch insgesamt auf Medien, auf Qualitätsmedien sehen, wo kritischer Journalismus als gesteuert, als bezahlt und als nicht mehr unabhängig dargestellt wird. Und das sind dann eben nicht nur Angriffe, einzelne Angriffe, sondern es ist tatsächlich ein Angriff auf die Existenz freier Medien. Und da heißt es, müssen wir als Politik natürlich sagen, das muss man ernst nehmen, da muss man klar widersprechen und man muss die verfassungsrechtliche Resilienz in den Mittelpunkt stellen und sagen, wir brauchen diesen Schutz. Und auf der anderen Seite gibt es neben diesen parlamentarischen Attacken natürlich die Protestbewegung, auch die sehen wir. Wenn man schaut, ganz aktuell, dass eben Traktorblockaden auch von Medienhäusern sind, dann sind das nicht nur Kampagnenmethoden, sondern dann werden Medien und Journalistinnen eben selbst zur Zielscheibe zum politischen Ziel und sie werden als Akteure innerhalb dieser politischen Auseinandersetzung ins Zentrum gerückt. Und das macht eben auch was mit dann der Berufsausübung. Und da heißt eben Schützen ganz klar, Medienschaffende müssen selbst in die Offensive gehen, aber wir brauchen auch die demokratischen Parteien, die eben dann diese Offensive nicht fälschlicherweise als Parteilichkeit interpretieren. Und es braucht klar auch da die starken Interessensvertretungen, Journalistinnenverbände, Personalvertretungen, die dann in dieser Situation eben stärker gefordert sind. Der zweite Bereich, Stärkung von Qualität. Das ist natürlich im Wesentlichen ein Punkt, Qualitätsjournalismus zu sichern. Und da geht es darum, dass Politik eben hier auch oder in der Politik, in der Medienpolitik neben dem Schutz auch etwas Positives dem entgegensetzt. Und das betrifft die Frage Vielfalt sichern, Qualität ermöglichen und erhalten. Und ich würde das mal einen positiven Druck auf Journalismus nennen, nämlich einen Entwicklungsdruck. Also die Frage, was ist eigentlich Qualitätsentwicklung, was ist überhaupt Qualität, das ist etwas, was wir diskutieren müssen. Und ich würde mal Hanna Super, Chefredakteurin der LVZ, sinngemäß zitieren, die neulich sagte, die Lautstärke, die Komplexität haben zugenommen und die Aufgabe von Journalismus ist es, die Menschen durchzunavigieren. Und das ist, glaube ich, der große Entwicklungsauftrag, den sowohl öffentlich-rechtlicher, aber natürlich auch private Qualitätsjournalismus hat. Und da ist die Frage, welche Handlungsspielräume gibt es hier? Da müssen wir über Public Value reden, da müssen wir über kuratierte Pluralität reden und die Aufgabe, die hier besonders natürlich auch bei Medienpolitik dafür auch zuständig ist. Über die Staatsverträge, über die Medienstaatsverträge, über die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen reden. Und ich denke, da geht es eben darum, Öffentlich-Rechtliche hat gleichermaßen die Freiheit, aber auch die Verpflichtung, neue journalistische Qualitäten zu entwickeln. Es kommen neue Aufgaben dazu, weil eben heute nicht mehr nur relevante Themen besprochen werden, gesetzt werden müssen und dazu Meinungsbildung möglich gemacht werden muss aus einer Hand, sondern die Realitäten in der Kommunikation kuratiert werden müssen, gesammelt werden müssen und Diskurse an sich auch möglich gemacht werden müssen, Einordnungen stattfinden müssen. Und das geht bis dahin, eben auch demokratiefeindliche Positionen einzuordnen. All das sind Aufgaben des Öffentlich-Rechtlichen und das hat auch etwas damit zu tun, Qualitätsjournalismus zu sichern. Und wenn man dann den Blick auf die Privaten setzt, kommen wir natürlich sehr schnell, auch landespolitisch, auch in Sachsen, zu der Frage, wie schaffen wir, dass das eigentlich lokale, regionale Berichterstattung auch in ihrer Vielfalt weiterhin möglich ist. Und wir haben gesehen, es gibt Initiativen, nicht nur in Sachsen, auch in Brandenburg, in Baden-Württemberg, eben auch journalistische Angebote zu fördern, aber staatsfern, verfassungsgemäß über zum Beispiel die Landesmedienanstalten. Da ist mir besonders wichtig, in die Diskussion mitzugeben, dass wir natürlich nicht nur bestehende Geschäftsmodelle fördern sollten, sondern auch da schauen, wo ist Qualitätsentwicklung möglich, wo kann etwas Neues entstehen, wo können diesen neuen Ansprüchen auch in der Auseinandersetzung von den gesellschaftlichen Gegebenheiten, die da sind, eben neue Formen entstehen, plattformunabhängig, auch unabhängig davon, wie die Organisationsstrukturen sind. Also diese Entwicklungsperspektive da mitzudenken. Und der dritte Teil, und damit komme ich zum letzten Punkt, ist die Förderung der Medienkompetenz.
Wenn wir darüber reden, Qualitätsjournalismus zu sichern, dann heißt das für mich auch, dass Rezipienten wissen müssen, was Qualitätsjournalismus ist und was sind die Unterschiede. Wie werte ich Informationen? Wie kann ich mit der Vielfalt an Informationen, an Meinungen umgehen und wie kann ich etwas einschätzen? Und das ist natürlich zutiefst eine staatliche, eine Landesaufgabe. Das ist die Frage von unserem Bildungssystem. Wie wird Medienkompetenz vermittelt? Wer hat eigentlich Zugang? Wie flächendeckend haben das Kinder und Jugendliche? Aber es ist auch eine Aufgabe zum Beispiel der Landesmedienanstalten und da ganz besonders die Möglichkeit, auch mal neue Modelle, noch modellhaft etwas zu fördern, eine Weiterentwicklung zu ermöglichen, außerschulische Strukturen zu stärken. Und ich denke, das wird eine große Frage sein in Zukunft. Wie kann Medienbildung auch dynamisch sein? Wie kann sie sich weiterentwickeln? Wenn wir sehen, derzeit oder in den vergangenen Jahren wurde sehr stark der Fokus auf Hate Speech, auf Fake News und so weiter gelegt. Das ist gut und richtig. Aber es gibt auch neuere Entwicklungen, Stichwort KI. Was sind eigentlich noch Wahrheiten? Was sind Urheberschaften? Wie bewerte ich das? Und das betrifft eben dann nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern natürlich die gesamte Breite der Gesellschaft. Und das ist der Punkt, der auch für mich dazu gehört, wenn wir darüber reden, was kann Politik eigentlich machen, um Qualitätsjournalismus zu sichern. Vielen Dank, Claudia Meicher. Dann vielleicht eine ganz konkrete Nachfrage. Sie sprachen ja auch von der verfassungsmäßigen Resilienz. Haben Sie denn dann eine Antwort, woran das liegt? Wir diskutieren ja gerade jetzt auch mit Blick auf die Landtagswahlen bei Ihnen in Sachsen, aber auch in Brandenburg und in Thüringen vor allem die Frage, wie sieht es denn aus mit den gesetzlichen Grundlagen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Es scheint ja, das ist zumindest, soweit ich das mitbekommen habe, die überwiegende Meinung der entsprechenden Verfassungsrechtler sehr einfach zu sein. Eine Ministerpräsidentin, ein Ministerpräsident kann einen Staatsvertrag und die meisten öffentlich-rechtlichen Anstalten sind eben auf solche Gesetze bzw. Staatsverträge bei Mehrländeranstalten aufgebaut, mit einer einfachen Unterschrift kündigen. Das heißt also, der Mitteldeutsche Rundfunk, Staatsvertrag, um konkret jetzt auf Ihr Bundesland einzugehen, könnte quasi, wenn denn ein entweder von der AfD gestellter Ministerpräsident oder eine entsprechende Koalitionsregierung oder tolerierte Regierung mit entsprechenden Bedingungen gesegnet an die Macht kommen sollte, eines Tages so etwas wie den MDR-Staatsvertrag wirklich mit einer einzigen Unterschrift kündigen. Wäre es da nicht sinnvoller gewesen oder wäre es da nicht höchste Zeit, dann eben doch die entsprechenden verfassungsrechtlichen Grundlagen zu ändern und so etwas zumindest ein wenig zu erschweren? Ja, das ist genau die Frage, die wir diskutieren müssen. Wie schaffen wir es, die Grundlagen für das System, wie wir es bisher gehabt haben, bei den Medienstaatsverträgen, bei den Staatsverträgen jetzt beim MDR, so zu schaffen, dass es eben nicht aushebelbar ist durch eine politische Mehrheit? Da ich schaue auch mal auf andere Staatsverträge, die wir in der Vergangenheit hatten, Verfahren, die eigentlich verfassungsgemäß sind. Da sind wir jetzt wieder bei der Frage Rundfunkbeitragsstaatsverträge. Das sind alles Formen, wo wir uns überlegen müssen, wie soll zukünftig diese Resilienz gestärkt sein, dass man sich nicht abhängig davon macht, dass Drohszenarien aus politischen Mehrheiten, die da sind, entstehen, um das Angebot des Öffentlich-Rechtlichen sozusagen einzuschränken oder zu drohen. Das sind ja auch oft Fragen, was sind also die Frage von Kündigung von Staatsverträgen, diese zu nutzen, um zu drohen, wenn etwas nicht umgesetzt wird, ist etwas, was ich zutiefst als nicht verfassungsgemäß empfinde. Und deswegen müssen wir natürlich darüber diskutieren, wie sollen zukünftig Medienpolitik, wie kommt man dazu, dass man ja, verlässliche Medienpolitik auch die Grundlagen gibt. Und da sind viele Diskussionen ja im Raum, auch Stichwort Mehrheitsentscheidung statt Einstimmigkeitsprinzip oder auch die Frage, wie werden Parlamente beteiligt an den Fragen Staatsvertragsänderung. Und da sehen wir genau, dass das der Punkt ist, wie resilient sind eigentlich die Regelungen, die Gesetze, die wir haben, um eine Entwicklung auch möglich zu machen. Und darum geht es ja letztlich. Vielen Dank. Matthias Meisner, ich weiß nicht, ob Sie mein Gefühl teilen. Bei diesem Problemaufriss kommt mir nichts leider so schrecklich neu vor. Wir haben ja jetzt, Sie beobachten
Pegida und Co., ähnlich wie Herr Kinkel, also auch schon seit der Entstehung vor rund 10 Jahren. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum wir so lange brauchen, uns die Problemlage ins Bewusstsein zu rufen? Und ja, wie sollten wir jetzt oder müssen wir jetzt vielleicht auch damit umgehen, um möglichst rasch dann aber doch zu brauchbaren Lösungen zu kommen? Also grundsätzlich teile ich die Einschätzung von Lutz Kinkel und Claudia Meicher, dass wir wirklich schwarz sehen im gewissen Sinn, in vielerlei Hinsicht. Einerseits, was die wirtschaftliche Lage von Zeitungen und auch anderen Medien angeht. Und andererseits habe ich den Eindruck, dass das, was wir jetzt als Qualitätsmedien nennen, dass die immer stärker unter Druck sind durch neue Konkurrenzen, die auch ganz gezielt aufgebaut werden von AfD und Co. Ich habe mehrfach recherchiert zu einem, man kann schon sagen, Imperium von sogenannten Alternativmedien, die für meine Begriffe so wenig Alternative sind, wie die AfD eine Alternative ist, die aber immer stärker werden und auch immer mehr konsumiert werden. Das sind Telegram-Kanäle, das sind Blogs wie von Boris Reitschuster oder von links kommend die Nachdenkseiten. Das betrifft die Epoch Times, das betrifft Kanäle wie Preradovic oder ja, vielleicht auch die YouTube-Videos von Lisa Fitz. All das zusammengenommen bringt mich zu der Forderung, dass aus den etablierten Medien, ich benutze jetzt mal diesen neutralen Begriff, um nicht so selbstbeweihräuchernd immer nur von Qualitätsmedien zu sprechen, dass dort Wege diskutiert werden müssen, wie man mit dieser Herausforderung umgeht. Man kann die nicht einfach ignorieren. Das findet jetzt ganz langsam statt in Debatten, wie zum Beispiel über die AfD berichtet werden soll. Soll man die AfD behandeln wie jede andere Partei auch? Ich finde, nein. Das ist eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei und es kann nicht Aufgabe von uns Journalisten sein, der in Serie eine Bühne zu bieten. Wenn man das aber konsequent umsetzt, dann muss es halt auch eine Selbstverständigung in den Redaktionen geben, um solche Leitlinien zu entwickeln. Das Verrückte ist, zum Teil sind da auch schon Kämpfe verloren worden. Die Sächsische Zeitung beispielsweise hat vor ein paar Wochen Leitlinien entwickelt. Demnach wird die AfD nicht behandelt wie alle anderen Parteien. Beispielsweise werden keine Wortlaut-Interviews geführt und kaum waren diese Leitlinien fertig, hat sie auch schon jemand durchgestochen an die Junge Freiheit, wo das dann in übler Weise angeprangert ist. Also ist alles nicht so einfach. Die düstere Bestandsaufnahme, wie gesagt, teile ich. Sie wurde zum Beispiel vor 2 Wochen auch in der Stuttgarter Wochenzeitung Kontext bestätigt, die eine Analyse aus der Universität Stuttgart publiziert hat. Demnach haben bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders viele Menschen dort für die AfD gestimmt, wo es keine Lokalzeitung mehr gibt. Sprich, wir müssen streiten dafür, dass es die Presse und den Rundfunk, so wie wir ihn kennen, weiter gibt. Aber es verändert sich parallel laufend etwas. Ich will zum Abschluss meines Eingangsstatements zum Beispiel darauf hinweisen, dass sich auch eine Institution wie die Bundespressekonferenz, also der Verein der Hauptstadtkorrespondentinnen und Korrespondenten in Berlin, laufend verändert. Und dann ist dann beispielsweise der ehemalige Bildredakteur heute bei News und der ehemalige MDR-Redakteur tritt auch für die Junge Freiheit und jemand, der früher beim Fokus arbeitet, schreibt jetzt für Tichys Einblick. Parallel bemühen sich auch dort immer mehr sogenannte Alternativmedien um die Mitgliedschaft. In einem Fall, das betraf einen ehemaligen Korrespondenten von Russlands Propagandasender RT, der heute für die Nachdenkseiten arbeitet, wurde zwar die Aufnahme vor Gericht verweigert, aber man hat ihm eingeräumt,
wie alle anderen Mitglieder auch, Fragen in der Bundespressekonferenz stellen zu müssen. Paul Brandenburg, der Corona-Verharmloser, hat einen Aufnahmeantrag gestellt. Jetzt ist die vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestufte Zeitung Junge Welt mit einem Korrespondenten aufgenommen werden. Und da verändert sich natürlich auch ein Klima in einer solchen Institution wie der Bundespressekonferenz. Und letztlich, wenn wir nicht arg aufpassen, dann kippt dann auch eine gesamte Medienlandschaft. Vielen Dank. Ja, was wären denn Ihre, Sie sagen jetzt gerade, wir müssen aufpassen, dass die Medienlandschaft nicht kippt. Was wären denn konkrete Schritte, die zu tun sind? Die Angelegenheit der Bundespressekonferenz, das kennen wir ja quasi, Stichwort Junge Freiheit, viel seit diesen Zeiten. Das war, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre, als damals schon debattiert wurde, können wir Medien, die nicht ausdrücklich sozusagen verboten sind oder entsprechend eingestuft werden von Verfassungsschutz und anderen dafür zuständigen Institutionen, hier eine Aufnahme verweigern. Ich habe mit Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darüber gesprochen, wie ihre Haltung dazu ist. Darf sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegen Angriffe der AfD verteidigen oder muss er das in Anführungsstrichen hinnehmen und sagen, wir sind zu einer Ausgewogenheit verpflichtet, und solange die AfD eben eine hier zugelassene und damit demokratische Partei ist, müssen wir darüber genauso berichten wie über, ich sage jetzt mal, medienpolitische Vorschläge von Seiten der Freien Demokraten oder der Grünen oder aller anderen politischen Kräfte. Also ich möchte gerne erleben, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk darüber mehr Diskussionen stattfinden und im Zweifel soll die AfD dann einklagen, dass sie in bestimmte Sendungen aufgenommen werden muss. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe, aber ich glaube, es gibt kein Teilnahmerecht an Talkshows und es ist immer noch den Redaktionen überlassen, wen sie hinzunehmen und wen sie nicht hinzunehmen. Und bloß aus dem Umstand, dass da möglicherweise Einschaltquoten besser sind, Formate zuzulassen, die dann letztlich zur Propagandabühne für die AfD werden, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich erinnere mich an eine Talkshow neulich, da war Alice Weidel zusammen mit Jens Spahn und Sarah Wagenknecht und so alibimäßig wurde noch Kevin Kühnert dazu geholt. Ich ehrlich gesagt hätte anstelle von Kevin Kühnert abgesagt, um die klarzumachen, in welche eigenwillige Richtung eine solche Fernsehdiskussionsrunde dann geht. Vielen Dank. Bevor wir das in eine Fachdiskussion zur abgestuften Chancengleichheit, das ist nämlich auch was, wozu der öffentlich-rechtliche Rundfunk verpflichtet ist. Also ganz so einfach ist es für den nicht, zu sagen, wir haben hier die redaktionelle Hoheit und wir lassen bestimmte Stimmen gar nicht erst zu Wort kommen. Das kann die Presse sich leisten, die dort ja tatsächlich Inhaber geführt und als Tendenzbetrieb komplett frei ist. Das ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eingeschränkt auch beim privaten Rundfunk nicht der Fall. Aber gehen wir mal von den Forderungen von Herrn Meißner, Frau Meicher, nochmal zu dem, was die Politik machen kann. Was sind denn oder was wären denn für Sie in Sachsen jetzt konkrete Handlungsmöglichkeiten, die Sie vielleicht auch jetzt gerade angesichts der Lage, beispielsweise mit Blick auf den Mitteldeutschen Rundfunk, aber meinetwegen auch mit Blick, die Sächsische Zeitung ist ja genannt worden, anstreben und in Angriff nehmen wollen? Naja, nun ist das natürlich, wenn wir jetzt ganz speziell zum Thema öffentlich-rechtlichen Rundfunk und was wollen Sie in Angriff nehmen, eine Frage, wie stark kann Politik tatsächlich da etwas in Angriff nehmen? Wir können, und das müssen wir, die Diskussion darüber führen, wie wir das, was wir zum Beispiel in dem dritten Medienänderungsstaatsvertrag ja sehr nach oben geschrieben haben, nämlich Anforderungen an Qualität, an Auftrag, an die Aufgabe öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das muss weiter diskutiert werden, auch in der Öffentlichkeit und natürlich auch in der Medienpolitik. Und da ist schon für mich die Frage, was heißt denn neue Qualitätsanforderungen? Wo ist denn der Öffentlich-Rechtliche konfrontiert mit neuen Entwicklungen? Eben das Beispiel, Matthias Meißner hat es gerade gesagt. Eine Frage ist ja, wie geht man damit um, dass
Wie transparent ist man zum Beispiel mit eigenen Regeln, False Bias, Sachen, Diskussionen, die wir immer wieder haben, umzugehen? Wie geht man damit um, Kriterien vor Populismus und auch journalistisch transparent das zu machen? Also das sind Sachen, die wir natürlich medienpolitisch diskutieren können, die man auch diskutieren kann, indem so wie es früher nie war, eben Medienstaatsverträge auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden und sich rechtfertigen müssen, was mit gemeint ist, bespricht. Die Vorgaben dazu können wir natürlich politisch nicht machen. Das muss man auch so sehen. Die andere Frage ist, wie wir tatsächlich dazu kommen, lokale Inhalte, lokale, also Auseinandersetzungen von lokalen Themen, lokalen Auseinandersetzungen eine stärkere Rolle zu geben, weil das, was Matthias Meissner gesagt hat, was ist denn, wenn vor Ort alles wegbricht und im Prinzip die Relevanz der Themen, der Nachrichten nicht mehr gesehen wird, weil sie nicht mehr vor Ort stattfinden? Und das ist eine Diskussion, die wir natürlich auch politisch führen können. Also auch beim MDR, also auch beim öffentlich-rechtlichen dann jeweiliges Länderanstalten, welche Rolle da übernommen wird, aber eben natürlich auch bei der Frage, wie kann Lokaljournalismus außerhalb des öffentlich-rechtlichen in den Regionen gefördert werden. Lutz, du hattest Darf eine ich Gedanke? ganz, ach so, sorry, Bitte. darf ich ganz kurz nur nochmal mit der abgestuften Chancengleichheit. Ja, vielleicht in einer Vorwahlsendung, wo man relevant klärt, wer ist bereits in einem Landtag vertreten, da gibt es möglicherweise Verpflichtungen, alle Parteien mit hinzuzuholen. Aber ich will zum Beispiel sagen, ich habe heute ein Interview geführt mit Jens Christian Wagner, dem Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Und ich habe mehr über die AfD erfahren, als wenn ich jetzt Björn Höcke interviewt hätte. Diese Spielräume müssen wir doch alle gemeinsam als Kolleginnen und Kollegen nutzen, um immer zu überprüfen, was ist zwingend notwendig, wenn es darum geht, zu verhindern, oder was ist zwingend notwendig, wenn die AfD ruft und sagt, wir wollen jetzt hier auch vorkommen. Die haben ja inzwischen ein Medien, ich habe vorhin den Begriff Imperium genannt, inzwischen wirklich eine sogenannte alternative Landschaft aufgebaut, die denen mächtig Reichweite verschafft. Also das sind die Letzten, die klagen müssen darüber, dass sie in Medien nicht mehr vorkommen. Und an der Stelle kann ich nur appellieren an alle, sägt nicht den Ast ab, auf dem ihr sitzt, überlegt immer ganz genau, was ist zwingend und wo gibt es einfach Spielräume und wo kann ich einfach darauf verzichten. Es ist ein interessanter Rückblick hier gewesen von Lutz Kinkel, der sagte, 2015 fing das an mit Lügenpresse und Pegida. Man kann heute im Rückblick darüber streiten, ob Pegida möglicherweise auch so groß geworden ist, weil so irrsinnig viel zum Teil in Live-Blogs und Live-Formaten über diese Proteste berichtet worden ist. Und vielleicht wäre es auch da besser gewesen, manchmal weniger zu machen, um diese rassistische Bewegung nicht noch durch eine Berichterstattung zu stärken. Lutz, Matthias Meissner hat gerade gesagt, eigentlich hat es die AfD gar nicht nötig. Sie hat ein alternatives Medienimperium, so wie er es benennt, geschaffen. Trotzdem ist sie ja noch in aller Munde und klagt ja auch wortreich darüber, dass das aber immer noch nicht reicht. Was sind denn deine Hinweise? Du sagtest ja, du hast jetzt für uns noch einen kleinen Werkzeugkoffer, was sich verbessern ließe, was getan werden könnte und müsste. Ja, also ich würde in meiner Haltung mich schon auch noch mal unterscheiden von Matthias Meissner. Ich würde immer sagen, wir müssen als Journalisten, und ich empfinde mich nach wie vor auch als Journalist, mit allen sprechen. Wir müssen distanziert und kritisch und nüchtern irgendwie den Menschen und den Politikern gegenübertreten. Und ich glaube auch, dass man Propaganda in Schach halten kann, wenn man sein Gegenüber eben auch stellen kann und wenn man als Journalist selber gut informiert ist, gut vorbereitet ist und halt eben nicht naiv in solche Gespräche hineingeht.
Ich bin ganz bei Matthias Meissner, wenn es um sozusagen die Duplikation von Reizreaktionsmechanismen geht, die die AfD nun weidlich ausbeutet. Das heißt also, sie setzen irgendeine Provokation in die Welt, irgendeinen Satz, der wirklich menschenfeindlich klingt oder brutal klingt, und auf den dann alle draufspringen und plötzlich ist dieses Thema groß, obwohl es überhaupt nicht der Rede wert ist und obwohl es nur eine Provokation ist und obwohl sie nur die Aufmerksamkeit damit einsammeln wollen. Sich da zurückzuhalten und einfach gar nichts zu machen, finde ich vollkommen richtig, weil ich will mich als Journalist auch nicht für die PR einer Partei ausbeuten lassen, egal welche Partei das ist. Der Koffer, also ich würde gerne anschließen an das, was auch Claudia Meicher gesagt hat. Medienkompetenz finde ich super, super wichtig. Ich habe selber auch unterrichtet in Sachsen in Schulen für die Initiative Lie Detectors, die in Brüssel sitzt, und bin mit Jugendlichen und Kindern irgendwie dann durchgegangen, was ist ein gefälschtes Foto, was ist eine glaubwürdige Quelle, was ist eine nicht glaubwürdige Quelle, was sind Gerüchte, und kennt ihr das nicht alle auch aus dem Mobbing in der Schule, dass da Gerüchte in die Welt gesetzt werden? Also unter solchen Aspekten kann man Kinder irgendwie sehr gut abholen. Ich würde mir wünschen, dass das noch sehr viel systematischer durchgeführt werden würde an allen Schulen, nicht nur in Sachsen, sondern auch in anderen Bundesländern, um klarzumachen, das ist eine vernünftige Information und eine glaubhafte Information und das ist keine glaubhafte Information. Das ist das eine. Subvention, auch da treffen sich, glaube ich, Claudia Meicher und ich ganz gut so in den Haltungen, weil ich denke, es macht wenig Sinn, die vorhandenen Vertriebswege zu stützen und einfach nur zu verbilligen, die Mehrwertsteuer herabzusetzen und zusätzlich Geld auszureichen, damit die bereits etablierten Produkte besser ans Publikum kommen. Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Schub Richtung Innovation. Innovation im Lokalen. Wir müssen irgendwie neue Medien erfinden. Wir müssen neue Wege finden, wie wir das Gespräch wieder stimulieren können zwischen denjenigen, die professionell Informationen einsammeln und denjenigen, die diese Informationen konsumieren. Die Polizei ist auch angesprochen worden. Ich ärgere mich darüber, dass die Verhaltensgrundsätze für Polizei und Medien, in denen der Presserat gearbeitet hat, und auch der DJV gearbeitet hat, und Steffen persönlich auch daran gearbeitet hat, dass diese Verhaltensgrundsätze für Polizei und Medien noch nicht von der Innenministerkonferenz in der novellierten Fassung verabschiedet worden sind. Das ist auch etwas, was man ganz konkret tun kann. In Sachsen gibt es schon eine ganze Menge von Schulungen und auch wirklich vorbildhafte, modellhafte Schulungen irgendwie von Polizei, wo auch das Gespräch installiert wird zwischen Polizei und Medien. Das finde ich super. Aber um da so ein bisschen eine Orientierung reinzubekommen, eine bundesweite, fände ich die Verhaltensgrundsätze extrem wichtig und gut. Letzter Punkt und dann mal Schluss. Ich würde noch mal auf den Schutzkodex hinweisen wollen. Schutzkodex, auch der entwickelt irgendwie von DJV und NGOs. Man findet den unter schutzkodex.de. Der gibt so eine Sammlung von Maßnahmen ab, die man als Medienhaus einrichten kann, um Journalistinnen und Journalisten zu schützen. Dazu gehört unter anderem, dass man halt Schulungen macht zu Hate Speech. Ja, dazu gehört unter anderem, dass man einen Ansprechpartner hat in dem Medienhaus, der sich überhaupt um die Sicherheit kümmert. Dazu gehört, dass man Festangestellte gleich behandelt wie freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und so weiter und so fort. Es haben sich inzwischen ein Teil der privaten Medien diesem Schutzkodex angeschlossen, beispielsweise die Zeit und der Spiegel. Die Öffentlich-Rechtlichen behaupten immer, sie würden das mindestens genauso gut machen und bräuchten deshalb den Schutzkodex nicht. Wenn man mit einzelnen Angestellten spricht vom Öffentlich-Rechtlichen, scheint das nicht so ganz der Fall zu sein. Also ich fände das gut, wenn die sich dem auch anschließen würden. Und es ist einfach eine wirklich probate, praktische Sammlung von Maßnahmen, die man auch umsetzen kann und die das Ganze ein Stück vorwärts bringen, nämlich die Sicherheit. Ja, vielen Dank, Lutz. Wir haben jetzt keine, ich sag mal, redaktionell Verantwortlichen, die sich dazu konkret verhalten könnten. Das wäre aber sicherlich für eine weitere Runde auch nochmal
eine ganz wichtige Frage, wie sich eben die einzelnen Medienhäuser dazu stellen. Ich würde die Diskussion jetzt gerne für alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer öffnen und vielleicht mal einen positiven Aspekt noch mit auf den Weg geben, weil wir gesagt haben, wir haben, Lutz hat es gerade noch mal gesagt, Lutz Kinkel, wir brauchen Innovationsschübe, auch gerade im Lokalen. Da bietet natürlich eine Digitalisierung auch Chancen. Der Matzak Verlag berichtet, da ist natürlich auch sicherlich ein bisschen Marketing mit im Spiel, aber dennoch recht positiv von Erfahrungen, die er selber in der Prignitz gemacht hat, also im Land Brandenburg, wo eben auch jetzt die ersten Lokalteile nicht mehr gedruckt erscheinen, seiner dortigen Lokalzeitungen, sondern nur noch digital. Das hat der Matzak-Konzern allerdings mit einer recht breiten Einführungskampagne, die sie sich auch wirklich Geld haben kosten lassen, ich habe mir da einiges von angucken können, begleitet und hat dann festgestellt, dass der Lokaljournalismus zum Teil auch an Attraktivität verloren hat, auch weil er unter Druck steht und so weiter und so fort. Liegt aber auch daran, dass wir offensichtlich in der letzten Zeit uns gar nicht mehr so sehr dafür interessiert haben, was die Menschen im Lokalen eigentlich von uns, von ihrem Journalismus sozusagen erwarten und entsprechend ein bisschen auch an ihnen vorbeigeschrieben, vielleicht auch an ihnen vorbeigesendet haben. Und die Erkenntnisse, die Matzak dort gewonnen hat, indem sie eben wirklich mit den Menschen vor Ort Runden gemacht haben und gefragt haben, so wie stellt ihr euch das vor? Wie hättet ihr es denn gerne? Die müssen wohl sehr konstruktiv gewesen sein und haben tatsächlich dazu geführt, dass Matzak zumindest in der Prignitz, ich habe es nicht nachprüfen können, aber angibt, dort jetzt auf der digitalen Ebene mehr Menschen zu erreichen als früher mit der gedruckten und mittlerweile eben nicht mehr vorhandenen Lokalausgabe. Wir sagen, wir haben heute in erster Linie über Schatten bislang geredet, aber es gibt auch den ein oder anderen, hoffentlich jedenfalls, Lichtblick. Und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Ich habe das ein oder andere, soweit das ging, im Chat nebenbei auch schon mal versucht zu beantworten. Und bitte jetzt schon gleich auch um Verständnis. Wir versuchen ja hier heute den großen Rahmen aufzuziehen, dass wir bei ganz spezifischen, sehr tief ins Fachliche einsteigenden Geschichten wahrscheinlich heute jetzt nicht das Ganze befriedigend bis zu Ende diskutieren werden können.